Hallo und herzlich willkommen zum 25. Teil Let's Play Civilization 2 Test of Time. So, wir haben im letzten Durchgang haben wir die Kelten endgültig vernichtet und sind gerade dabei, dasselbe jetzt den Persern angedeihen zu lassen. Zu diesem Zweck hatte ich auch schon ein paar Einheiten nachproduziert und werde das jetzt auch verstärkt machen. So, dann geht's hier an die nächste Stadt. So, dann sollte ich auch mal eine mechanische Infanterie noch hier hinten stationieren. Ich habe ja in der letzten Runde doch einiges eingebüßt da durch die Schiffsangriffe. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, dass ich da noch ein bisschen was mit mehr Defensivpotenzial hin platziere. Was baut ihr denn? Habe ich den umgestellt? Ja, die stehen auf Haubitzen. Dann wird hier nochmal beim Bau vom Wunder geholfen. Ja, den Panzer brauche ich da eigentlich auch nicht mehr. Den kann ich jetzt dahin schicken. Wenn ich schon mit Flugzeugen verteidige, dann kann da nicht mehr viel sein. Gut, dann haben wir die nächste Stadt von denen. Die ist jetzt natürlich arg in Mitleidenschaft gezogen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt hier am besten machen soll. Ja, komm, baut auch mal eine Fabrik erstmal. Also hier jetzt auf Kasernen und Haubitzen zu gehen mit drei Produktionen ist wirklich, das macht wirklich keinen Sinn. Mal. Da wäre die nächste Stadt. Den bin ich ja gerade im Frieden. Das heißt, da kann ich die stehen lassen. Ich komme aber gerade leider mit meinen Einheiten da nicht raus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Glaube ich zumindest. Ich guck mal gerade. Nee. Die haben mich jetzt gerade eingekreist, dass ich da nicht rauskomme. Ich traue mich aber auch nicht, die anzusprechen, ob die zurückziehen möchten, weil wahrscheinlich bei meinem Glück werden die mir das als Anlass nehmen, mir den Krieg zu erklären. Und ich wollte ja gerade eigentlich ein bisschen Ruhe haben, damit ich eben nicht an zwei Fronten kämpfen muss, da ich gerade auch nicht so viele Einheiten habe. So, die haben eine Verteidigungseinheit fertig, das heißt, die Haubitze kann auch wieder in den Angriff übergehen. Kümmern sich ums Schienennetz hier. Habe ich auch noch zwei mechanische Infanterien. Ich glaube, eine wird da reichen. Ich schicke die mal hier hin. Oder schicke ich die da unten hin? Ich schicke die jetzt erstmal hier hin. Kaupang braucht auch gerade keinen Panzer. Dann geht er auch dahin. Lindholm braucht auch keinen Panzer mehr. Der geht dann wieder hierhin. Das ist knapp. Gut. Greifen die Inder doch wieder an. So.
So, Trondheim baut Kasernen, dann geht es hier auch weiter mit Haubitzen. Die Stadt hat jetzt sehr gelitten mittlerweile. Haben ja den Übergang kaputt gemacht. Dann schießen wir schon mal den Weg frei. Was wird denn in Susa gerade gebaut? Mechanische Infanterie, okay. Kaufen wir. Was baut ihr? Auch eine, die wird auch gekauft. Gucke gerade mal schnell meine Produktionsübersicht. Kaufen wir auch. So, einfach um unsere Offensiveinheiten jetzt auch wieder zur Verfügung zu haben, alle. Ja, den Panzer werde ich jetzt mal umlegen hierhin. Haben wir noch was Offensives? Ich versuche mal mein Glück. Ich hoffe, ich kann ihn wieder zurückziehen in der Runde. Ja, gut. Mache ich jetzt schon mal so ein bisschen. Starte ich schon mal so ein paar Aufräumarbeiten da. Dann brauche ich gleich nicht ganz so viele Einheiten rausräumen. Ja, jetzt wäre es eine nette Idee eigentlich, den dafür zu benutzen, da hinten die Straßen wieder zu Schienen aufzubessern. Hier an der Stelle, aber da sind noch die gegnerischen Partisanen und die würden schon reichen, um so einen Ingenieur auch wegzuholzen. Habe ich hier eigentlich gar nichts Offensives mehr? Doch, da. Kümmere ich mich erstmal darum, dass das Hinterland hier freigeräumt wird. Ja, hier sollte auch dringend eigentlich mal Verteidigungseinheit her, eine vernünftige. Wird auch gekauft. Haben wir jetzt gleich da auch eine durchgehende Schienenverbindung zu allen Städten. Dann ich meine, in Haithabu hatte ich ja den Supermarkt gebaut, dann werden da jetzt, wird jetzt da mal die Bewässerung bzw. das Ackerland noch gemacht. Sehr schön, ist noch eine fertig. Schieben wir auch wieder ein paar Richtung Inder, ein paar Offensiveinheiten. Auch wenn ich jetzt offensiv eigentlich nur gegen die Perser vorgehen werde, dass ich die erstmal aus den Füßen habe. Ein paar Einheiten da wieder zu stationieren, offensiver Natur kann nicht schaden. Ja, was mache ich denn jetzt mit meinem Spion? Den pausieren wir erstmal.
Ja, das war ein kurzer Gegenangriff. Ich glaube, da kam, wenn ich es richtig gesehen habe, gar nichts. Hier können wir dann auch mit den Haubitzen weitermachen. Hier gibt es auch Haubitzen. Hier gucken wir mal eben schnell, ob da. Ne, wir müssen erst Kasernen bauen. So, der Panzer wird dann hier auch nicht mehr benötigt. Gucken wir mal eben. Machen wir uns da auch. Ne, der hat noch eine Bewegungseinheit, dann wird der erstmal zurückgezogen. Wir haben das Frauenwahlrecht erobert. Auch nicht schlecht. So. Schauen wir mal, wie viele Städte die jetzt noch übrig haben. Zwei, vier Stück. Schließen. Nein, ich möchte nicht mit dem reden. Eins, zwei, drei. Dann haben die noch irgendwo eine, die ich noch nicht sehe. Waren die einigermaßen clever und haben dafür gesorgt, dass die Schienenverbindung hier mehrfach unterbrochen ist. Mechanische Infanterie haben die produziert, dann Kasernen. Dann hole ich mir da oben noch Baktra. Hoffe ich zumindest, dass ich mir die hole. Die ist hartnäckig. Ja, das war, wenn ich die jetzt nicht einnehmen kann, dann werde ich wahrscheinlich da zwei Haubitzen verlieren. Aber wir produzieren jetzt relativ schnell welche nach. Das ist alles jetzt nicht mehr so dramatisch. Na gut, dann hoffe ich, dass ich noch irgendwo. Ja, der Panzer reicht jetzt. Wenn da schon Flugzeuge waren, dann kann da nicht mehr viel stationiert sein. Umgestellt, nee. Kasernen befestigt, der weggebombt. Ja, so langsam dürfte mal mein Apollo-Programm fertig werden, damit ich sehe, was so um hier mich rum hier passiert. Das fände ich gerade sehr schön. Ich eigentlich Frieden mit denen? Habe ich. Wir da was weg. Wieso hat er denn nur eine Bewegungseinheit? Das verstehe ich gerade nicht. So, mechanische Infanterie ist fertig. Dann Wechsel Kasernen und danach. Haubitzen.
Schiffseinheit versenkt. Ist klar. Räumt er mal eben ab. Ja, liebe Inder. Ich glaube, ich muss gerade mal böse werden mit euch. So, am fortgeschrittensten sind natürlich wir. So, der Marktplatz ist fertig. Jetzt wird da Kasernen und Haubitzen produziert. Hier dasselbe. Ich werde gleich mal nachschauen, wie es denn jetzt aussieht, ob ich jetzt schon überall dann auch zumindest Kasernen produziere oder auch schon Haubitzen. Schauen wir mal schnell. Da wird noch eine Bohrinsel produziert. Die wird eh fertig nächste Runde. Da brauche ich jetzt nicht, die brauche ich jetzt nicht kaufen. Das Apollo-Programm dürfte nächste Runde fertig sein. Die Fabrik hier, die kaufe ich nochmal. Das SETI-Programm dauert noch was länger. Die Kornspeicher wechsle ich jetzt, glaube ich, auch einfach direkt auf Kasernen. Habe ich zwar ein bisschen verschwendet dann, aber was soll's. Da sind noch zwei Autobahnen in der Mache. Da wird eine mechanische Infanterie produziert. Ja, sollen sie gerne machen. Gebirgstruppen ist natürlich ein Fehler. Da sollen mechanische Infanterien her. Fertigungsanlage wird auch fertig. Die mechanische Infanterie hier. Die haben schon eine, das heißt, die brauchen gar nicht noch eine bauen. Dann, ja, hier ist es auch Verschwendung eigentlich, Truppen zu produzieren. Bei zwei Produktionseinheiten, da wird nicht viel bei rumkommen. Die könnten mal lieber einen Ingenieur bauen. Ja, und dann wachsen die noch ein bisschen. Der Supermarkt in Jorvik, 2 Runden, 50 Gold. Die sparen wir uns auch, die 2 Runden. Die kriegen wir nächste schon. Ja, gut. Ja, dann stehen weiterhin alle Zeichen auf Krieg. Die Perser haben es, denke ich mal, bald hinter sich. Sind nur noch 2 Städte, die die haben. Ich gucke gerade mal. Dann mache ich das mal so, dass ich mir hier die, die Ingenieure besorge, die schon mindestens eine Runde an der Schienenverbindung bauen. Dann kann ich jetzt mit denen sofort hier die Schienen wieder herstellen. Und dann ist in der nächsten, also in dieser Runde dann Persepolis dran. Ich sehe gerade, ich glaube, das mache ich jetzt nicht mehr in diesem Let's Play, sondern warte damit bis zum nächsten. Also, dann Maßgabe fürs nächste Mal, die Perser auslöschen. Und ich hoffe, das interessiert euch so sehr, dass ihr wieder einschaltet. Bis dann.